Die leeren Hände des Königs. Diese Nacht unterschied sich von allen anderen Nächten. Am Himmel war keine Wolke zu sehen. So war der Blick frei auf die unzähligen Sterne, die die Erde umgaben. In dieser Nacht konnte der König nicht schlafen. Aufregung packte ihn, doch er wusste nicht, was sein Herz so unruhig schlagen ließ. Da erblickte er am Himmel einen Stern, wie nie zuvor. Er leuchtete heller als alle anderen Sterne am Himmel und bewegte sich langsam fort. Schnell setzte der König seine Krone auf den Kopf und steckte sich einige Goldmünzen in die Tasche und folgte dem Stern. Zur gleichen Zeit an einem anderen Ort erblickte ein anderer König einen wunderschönen leuchtenden Stern am Himmel. Seit langem studierte der König den Lauf der Sterne. Er fand heraus, dass die Sterne für die Menschen wichtig waren, und so blieb er häufig die Nacht über wach, um den Sternenhimmel zu beobachten. Als dieser König den Stern am Himmel sah, packte er ein Gefäß mit Weihrauch ein und machte sich auf den Weg. Schon seit vielen Nächten folgte ein dritter König dem hellen Stern. Seine Reise war lang und beschwerlich. Er hatte sich zwar eine warme Decke gegen die Kälte der Nacht, ein paar Münzen und noch einiges mehr eingesteckt, doch unterwegs begegnete er Kindern, die unter Kälte und Hunger litten. Da hatte der König seine Sachen verschenkt. Nur die Krone behielt er auf dem Kopf. Der Stern führte den König nach Bethlehem in Judäa, wo er die beiden anderen Könige traf. Sie verbeugten sich voreinander und nahmen zur Begrüßung die Krone vom Kopf. Dann machten sie sich gemeinsam auf den Weg und folgten dem Stern. Plötzlich blieb der Stern stehen. Die drei Könige schauten sich suchend um. Vor ihnen lag nichts anderes als ein armseliger Stall. Das sollte das Ziel ihrer Reise sein? Ein Stall, wo Ochs und Esel die Nacht verbrachten? Vorsichtig öffnete einer der Könige die Stalltür. Ein wohlig warmer Geruch kam ihnen entgegen. Dann blickte er in die strahlenden Augen einer Frau, die in ihren Armen ein neugeborenes Kind hielt. Sogleich waren sich die drei sicher. Sie hatten den neuen König der Welt gefunden, den König, der ein Herz für die Sorgen und Ängste der Menschen hat. Sie waren endlich am Ziel ihrer Reise angelangt. Dann knieten sich die drei Könige nieder. Wenig später legte der eine König seine Goldmünzen und der andere sein Gefäß mit Weihrauch an der Krippe ab. Da wurde dem dritten König plötzlich klar, er hatte alles, was er auf seiner Reise mitgenommen hatte, bereits verschenkt. Eine warme Decke für einen frierenden Jungen, ein kleines Säckchen mit Hirsesamen für ein hungriges Mädchen, Stifte und Papier für einen Jungen, der seine Eltern vermisste. Nun stand er mit leeren Händen vor dem Jesuskind. Da kam es ihm vor, als ob er die Stimme Jesu hören könnte. Jesus sprach zu ihm: Alles, was du für die anderen getan hast, hast du auch für mich getan. Daraufhin verbeugte sich der König noch tiefer, nahm seine Krone vom Kopf und legte sie an der Krippe nieder. Stay.